Howdy ho, liebe Leute, hier ist der Burning Thunder und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Honey Pop. Wie sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir hatten ein erfolgreiches Date mit Miss Yumi, also Aiko. Die tolle Lehrerin in der Universität, die ein bisschen, normal ist, also nicht normal in dem Sinne, sondern, ja, ihr wisst ja schon. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr ja Bescheid. So, dann würde ich sagen, wir wechseln nochmal zu der netten Yoga-Dame. Das Ohr am Strand. Are you serious? Oh, wer ist das denn? Oh, come on. Just try it on. It's going to look so cute. Try what on? There's nothing here. Come on. I saw it and I immediately thought of you. You're going to love it. I promise. Soll ich ein Bikini anziehen? Oder schon mal gleich mal? All right. Just make sure nobody else is around. Yeah, sure. The coast is clear. You're good. Jess, I can't wear this. What are you talking about? Sieht doch gut aus. You look cute. Cute? Sieht doch gut aus. Oh, stop. There's nothing wrong with a little skin. You can't keep all that boob to yourself, hun. It's not fair to the rest of the world. The world will be just fine without my boobs. So kann man es natürlich auch sehen, I won't. Oder nennen. Besides, it wasn't cheap. So, you're stuck with it. So come on, let's go. I am not going anywhere in this. I'm changing back. Ugh, you are impossible. Enjoying the view? Quick, now's your chance. Before she goes to change, just say something, anything. Okay, dann werden wir jetzt mal was sagen. Wie wär's mit Damn Girl? Is it hot out here? Or it's just you? Hey, wait. Excuse me, but if I don't stop, you know I'm going to regret it forever. What? Oh, jeez. Hi, sorry. I'm so embarrassed right now. Aww. My friend made me put this stupid thing on. Sorry. One second. Let me go change. No. Bikini have no undress. Taste. That bikini was decimated. What's the rush? I was kind of hoping you would leave it on. What? The bikini? I had even noticed. Somehow, I'm not so sure I believe that. It's a little revealing, don't you think? I don't want people to think I'm like that, you know? Oh, so you're not like that? Never mind. Like that? Adorable? Too late. Hey, if you're good. So, are you saying I have it then? Well, I guess it's not that bad. I mean, if you're really saying you like it. Oh, and hi. The person inside of the bikini you're talking to? Her name is Belly. Cute. Und sie hat's nicht umgezogen, hat sich nicht umgezogen. Die sind doch super, oder nicht? Machen einfach mal erstmal Talk to her. I have a question for you. Take your time answering. What's your favorite thing about yourself? Oh, my deliciously handsome good looks. I think my sense of humor is pretty damn funny. I like that I'm open-minded and always learning. Sie hat gesagt, wir dürfen uns Zeit lassen. Also, lasst uns mal überlegen. Sind wir sicher das dritte? Wow, I've never heard an answer like that before. I like it. Dann reden wir nochmal mit dir. I get the sense something's on your mind. Ja.
When is your favorite place to hang out? Lame question, but what's your favorite color? I've got to know what keeps you rocking. You know, I really enjoy spending time at the park, I notice. Ja, der Park ist schon ganz schön, wa? Nochmal weiter. I'm curious. What are your feelings about true love? I believe there's one special person out there for everyone. I think love exists, but it has to be bright between two people over time. I'm not convinced that love actually exists. It's just an abstract concept. Wir nehmen mal das zweite. I suppose I can't argue with that. Wir haben voll verkackt. Wir kaufen ihm mal kurz was zu essen. Was zu essen, nicht Endwinter, was zu essen. Sie mag Soda. Und Bell Peppers. Aha. Das zu trinken ist wahrscheinlich, um den Alkoholspiegel dann auch zu powern. Okay. Lassen wir es erstmal so. Sure, I could go for a quick. Oh God. Und dann machen wir ein Date, I'm wa? So weak. But it's so good. Machen wir ein Date. Well, I don't think I have anything going on. Alright, let's go out. Gut. Mal sehen, ob wir dieses dann auch schaffen. Das wird sicher immer schwerer. Von Person zu Person. Mal sehen, wie viele Punkte wir dieses Mal schlagen müssen. 185. Marvin, you're buying us lunch. Good luck. Meinst du, ja? Ich kann nämlich gut Tennis spielen. Sie mag sicher das Grüne, wa? Ach nee, Romance. Okay, Flirtation ist das andere. Sie mag Orange. Kann man machen, muss man aber nicht. Orange. So. Wow. Herzen. Sentimental. Orange. Orange. Sie mochte. Sie mag auch grün. Wir nehmen aber mal das blaue. Aber viele. Ziehen denn ja, das rote magst du nicht so. Orange brauchen wir. Grün. Orange. Grün. Vielleicht rot. Kann man machen. 12 Moves haben wir noch. 49 Punkte. Nehmen wir mal das Blaue. Und Orange. 4 Orange. Nice, es geht doch ab hier. Dann nehmen wir noch ein Herzchen. Das sind 6 Sentimental. Brauchen wir mal 6 Sentimental. Dann nehmen wir erstmal den Move hier. Und hauen hier dann den Teddy rein. Ja, ich bin mir sicher. Nimm den Move. Und Orange war's. Warte mal. Haben wir noch ein besseres Orange? Nimm den Orangen hier. Und nimm den Orangen. Extra Move. Nicht vergessen. Nehmen das super Herz hier. Wow. Das ist ja mal ein Schub hier. Maximales Level 6 Moves haben wir auf Left. Wir nehmen. Ich würde gern Orange nehmen. Und haben wir auch. Okay. Dann nehmen wir. Haben wir noch Orange? Hier haben wir noch Orange. Da haben wir kein Orange. Nochmal Sentimental. Wenn wir es nicht brauchen. Could you please not do that? God damn it. Nehmen wir den Move. Wow. Wir verkacken sowas von, Leute. Ach verdammt, das ist das erste Date, was wir verkackt haben. Seht ihr schon? Ja, auf jeden Fall haben wir es verkackt. Ein Move left. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, verkackt.
Okay. Kann passieren, Leute. I'm getting the sense you're a little out of sync today. Gar nicht wahr. Dieses Puzzlespiel macht mich einfach nur fertig. Mano. Naja, egal. Eine Date können wir nicht machen. Dann fragen wir sie noch was. Ja, hab ich. What did you study in college? I started in law, but I lost interest. Okay. I only came out with a 2-year degree. Alles klar. Dann machen wir Girlwechsel und die ist in der Bar. I hope to see you soon. Dann gehen wir da mal hin und checken die mal aus. Hey, Lola. Oh, you bitch. You didn't tell me you were back in town. Hey, lover. Just got in a couple days ago. Missed you. Excuses. You know you're supposed to check in with me as soon as you hit the ground. Of course. What was I thinking? I'm sorry, honey. Won't happen again. That's more like it. How have you been, my darling? Staying out of trouble? Well, I try, but... Trouble has a hard time staying out of me. So I take it work is good? Never better, but enough about me. What's going on, girl? Any new mischief to share? Ugh, where do I start? Hold that thought. Have a seat. I'm gonna go grab you a drink. I want to hear all about it. I'd love to. But... Yeah, I've got an early day tomorrow. I just stopped in for a second. Ugh, come on. You're not going to make me sit here and drink all by myself, are you? Rain check. I'll call you later this week. Girls' night out all the way. Yeah, yeah, yeah. Get out of here already. Love you, baby. Mwah. Love you, baby. Ooh, MILF alert. Looks like a total cougar, too. I don't think you realize the gravity of the situation here. This is what separates the men from the boys. You've got to be aggressive. That nice guy shit isn't gonna cut it. Alles klar, dann werden wir mal richtig aggressiv sein hier. Rawr! Machen wir einen auf Super Saiyajin. Kamehameha. Hey, beautiful, I can't seem to take my eyes off you. Machen wir einfach how much you got. I don't believe I've had the pleasure of meeting you. The cute ones are always hiding. Hun, do me a favor and help me out with my empty glass. Pretty please. What's in it for me? Machen wir einfach aggressiv. I can make it worth your while, sweetie. Trust me. Actually, why don't we get out of here? What should we do about the fact that we are attracted to each other? How many drinks does it take to get underneath the chart? Only one way to find out, huh? You haven't even asked my name yet. I'm more than just a pretty face, you know. Most gentlemen your age know me as Misty. But you can call me Jessie. You should feel Misty honored. Jessie. I only share that secret with people I like. Something you need from me, sweetie? You prefer one season over the other, so give me a ask your last name yet. What would you say your main hobby is? Which one? Well, if you mean my real last name, it's May. Jessie May, okay. You can ask me anything you like. Nochmal was fragen? Das haben wir schon gefragt. Do you prefer one season? What would you say is your main hobby? My main hobby. Does getting drunk count? Betrunken werden. Oh, was? Machen wir ein Date. Yes, I will. It's the least I can do. Das machen wir. Das schlagen wir. Wir schaffen das. Wir machen das. Wir tun es. Das Date. Das Date natürlich. Wow. Alright.
I'm soaked already. So kann man natürlich auch auf ein Date gehen. Kann man machen. Schon nicht, ja, kann man machen. So, da sind wir wieder. Also, sie mag wahrscheinlich auch Sexuality und Romance. Bloß umgekehrt, wie Belly. Wir machen zuerst den hier. Dann ziehen wir den hier. Kriegen wir zwei Moves. Yay. Das machen wir. Ein bisschen auf sentimental würde ich setzen, aber. Wir haben keine in der Nähe. Okay, das Romance gab es da noch. Hatte sie auch. So. Nochmal Orange. Nochmal Orange. Move ist in der Nähe. Kein Rot, also Orange. That's my baby. That's my baby. Das klingt, als ob ich dein Sohn wäre. Rot. Oh my gosh. Oh my gosh. Noch ein Move. Ist jetzt blöd. Wir nehmen nochmal sentimental. Hau ihr den Bär in die Fresse. Oh, I simply adore it. Und haben davon nichts. Das ist ja auch mal was. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause und dann ist okay, oder? Machen wir nicht. Ja, klar. Da haben wir noch Rot, da haben wir noch Rot, da haben wir noch Rot. Hier haben wir noch Move. Ärzchen. I love this. Rot. Das ist ein Unterschied. That's my baby. Da haben wir noch einen Move. Und hör auf immer zu sein, that's my baby. Das ist, klingt ein bisschen oh my gosh. Ich will den verkackten Move haben hier. Also gib mir den verkackten Move. Nochmal grün. Und ziehen uns den blauen. That's my baby. Und hör auf immer, that's my baby zu sagen. Es könnte ein bisschen scharf klingen, aber dadurch, dass du nenn was. Ja. Wie gesagt, Q eine Milf bist, klingt das ein bisschen komisch. Ich nehme den Move. Oh, hier Orangen, das wäre mega nice. Jetzt nicht mehr, aber es wäre mega nice gewesen. Orangen. Rot habe ich nicht, also nehmen wir Orangen. No, I'm sorry, but und that is not sexy. Selber den in den Arsch, ich hätte den Rot nehmen sollen, ich weiß. Aber ich hab's nicht getan. Und wieso? Weil ich bin. Und hier noch ein Herzchen. Ich will den verkackten Roten haben. Dann machen wir's so. Vierer. That's my baby. Und hier noch ein Dreier. Nice. Das war gut. Da haben wir uns ein wenig gerettet. Und uns hier den Move. Hier haben wir Rot. Könnten wir in eine Reihe bringen. Wir nehmen erstmal. Grün. I love this. Einen Move kriegen wir nicht. Aber wir kriegen Orange. Kriegen somit dann noch einen Move. Was bedeutet, dass wir hier einen Move kriegen. Und hier einen Move kriegen. Und das war's dann mit den Moves. Wir haben noch drei Moves left. Und 26 Punkte brauchen wir noch. Schaffen wir das? Lass mich mal schauen. Schaffen wir das? Hier. Oh mein Gott. So, wann kriegen wir? Move. Ein extra Move. Haben wir uns nochmal gerettet. Komm noch 8 Punkte. 8, verdammt. Ach, da haben wir ja noch einen Move. Fertig. Wir haben es geschafft.
Er läuft bei uns, Leute. Wow, this is neat. You should take me out more often. So. So, dann haben wir das auch geschafft. Wir reden nochmal mit ihm. Obwohl, wir können ja eigentlich auch was kaufen. Wir kaufen ihr ein Geschenk. Das liebt sie. Da gibt's auch noch was dazu. Oh, thank you. Oh, you didn't have to do that. Und ich glaube, man kann hier auch irgendwie. Genau. Man kann hier auch noch was aufstellen. Was nehmen wir denn? Wir nehmen Charisma, Romance, Sexuality, Possession nehmen wir. Und wir nehmen Charisma. Charisma ist mal gut bei so einem Spiel. Doesn't hurt. I'm curious whether or not you've been paying attention to me. Hammer. What's my last name? I mean, you have to at least remember that. The Tama. May is it? Yeah, that's actually right. Ich weiß. So, Leute, das war's dann wieder für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.